Nein, hier stehen drei Betten. Das heißt, ich laufe nicht alleine hier. Oh, ey. Ich höre bei Schloss Einstein auf, weil ich ja in Hannover wohne eigentlich und ich ja nur am Wochenende dahin fahren kann und da halt auch meine Familie und mein Freund sind und vermisse ich halt ziemlich und ja, das ist halt ein Grund, warum ich zurückgehe, aber auch, weil ich ja eigentlich nur 2 Jahre hier machen wollte und das mit der Schule sonst auch hier zu viel wird, weil ich dann hier mein Abitur machen würde und ich glaube, dann wäre die Zeit für mich hier ein bisschen zu lang gewesen, also dafür vermisse ich halt meine Freunde und alle zu Hause halt zu viel. Für mich geht es weiter. Ja, ich ziehe halt nach Hause, nach Hannover und will da dann anfangen zu reiten auf jeden Fall, weil ich das halt früher auch ziemlich lange gemacht habe. Und jetzt habe ich mich an einer Schauspielagentur beworben und hoffe mal, dass es jetzt alles klappt, dass die mich da annehmen und hoffe, dass ich dann vielleicht auch irgendwie eine neue Chance bekomme, irgendwie was mit Film und Fernsehen zu machen. Ich fand zum Beispiel schön, als wir mit dem kleinen Hundebaby gedreht haben, weil ich liebe Hunde und es war schon sehr süß. Klingt wie ein kleines Kind. Oh, guck mal. Oh, guck mal, wie süß. Oh, der Arme. Einfach ausgesetzt. Die traurigste Szene war, als Marys Eltern einen Autounfall hatten und da war irgendwie ein Bild, da saßen Mary und Liz auf dem Bett, also auf dem Krankenbett ihrer Mutter und haben da irgendwie mit ihr gesprochen und ja, das war schon in dem Moment ziemlich traurig, weil die Geschwister halt dachten, dass ihre Mama total krank ist. Ja, das war schon ziemlich traurig, also in dem Moment so, ja. Wie geht's dir, Ma? Oh, mag doch keine Sorgen. Bloß ein Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Nichts Schlimmes. Papa, er liegt im Koma. Was? Papa hat ein Gehirnprellung. Die Ärzte sagen, dass eine Operation in diesem Bereich kaum möglich ist. Sie hoffen, dass die Schwellung von allein zurückgeht. Und wenn nicht? Am schwierigsten war eigentlich so am Anfang halt, als ich angefangen habe, dass ich irgendwie aus dem Taxi stolzieren sollte und total aufgerieselt halt war und dann voll Selbstbewusstsein spielen sollte. Und das war halt schon schwer für mich, weil ich eigentlich eher so der schüchterne Typ bin und es war mir schon etwas peinlich. Sein. Ja, ich bin Mary. Hi. Also Mary ist schon ziemlich selbstbewusst, finde ich, in der Rolle und das bin ich jetzt nicht so doll, ich bin eher schüchtern, aber ich glaube, ich bin zwar ein bisschen selbstbewusster geworden durch das Einstein, aber ob ich jetzt so handeln würde, wie sie in manchen Sachen vielleicht schon und in manchen eher nicht. Also kommt drauf an jetzt, ja. Ich muss erstmal sagen, dass die Zeit hier total toll war, dass ich eigentlich immer Spaß hatte beim Drehen, dass die Leute hier alle total nett sind, total lieb zu einem, man hat total viel Spaß, man kann lachen und ja, das Schauspielern hat mir halt auch voll viel Spaß gebracht. Also das war immer so, wenn man irgendwie schlecht gelaunt war oder so in der Schule, dann kam man zum Drehen und dann war irgendwie alles wieder auf einmal gut, weil es einfach Spaß macht und ja, also es wird schon schwierig, glaube ich, wenn ich dann aufhöre, dann werde ich das hier schon sehr vermissen. Ja. Voll cool, dieses Internat. Das war mal ein echtes Schloss. Könige, Prinzen, Burgfräulein, Prinzessinnen, die haben ja alle schon mal übernachtet. Das gibt's doch nicht. Ich will nach Hause. Ach, komm schon. Deutsche. Vielleicht darfst du ja Einstein in Robert umnennen.